So, hallo. Heute wollen wir über das Einmaleins reden. Du hast ja schon im letzten Tutorial über von der Multiplikation gehört. Lass uns das oben nochmal hinschreiben. Multiplikation. So. Und wir machen einfach ein kurzes kurze Wiederauffrischung. Und rechne mal alle möglichen Multiplikationen mit 2. Und dann später zeige ich dir das einmal 1. So, dann fangen wir an. 2 mal 1 rechnen wir am Anfang. Und du weißt ja, bei der Multiplikation kannst du einfach auch sagen, wir addieren einmal die 2. Also in dem Fall ist es tatsächlich genau 2. Oder wir können auch andersrum sagen, wir addieren 2 mal eine 1, also 1 plus 1. Das gibt auch 2. So, geht ganz einfach los. Übrigens, 2 mal die 0 ist 0. Vielleicht erinnerst du dich, jede Zahl mit 0 mal genommen ist immer 0. Aber gut, ganz einfach zu merken. Dann rechnen wir 2 mal 2. Also da können wir jetzt sagen, das ist 2 mal eine 2, also 2 plus 2, das ist 4. Und nächste ist 2 mal 3. Jetzt addieren wir 3 mal eine 2, also 2 plus 2 plus 2. Das ist 3 mal eine 2. Wir könnten auch sagen, ich addiere 2 mal eine 3, also 3 plus 3. Und es gibt beides 6, ne? 2 plus 2 ist 4, plus 2 ist 6. Und 3 plus 3 ist 6. Gut. Geht ja ganz einfach los. 2 mal 4, genau das gleiche. Da addieren wir 4 mal eine 2, also 2 plus 2 plus 2 plus 2. Das ist natürlich auch das gleiche wie 2 mal eine 4, also 4 plus 4 und das ist 8. So, und jetzt hast du vielleicht schon gemerkt, Moment mal, hier oben habe ich doch schon 3 mal eine 2 zusammengerechnet und hier unten auch. Also hier oben diese 2 plus 2 plus 2, die steckt ja hier unten auch drin. Und ich persönlich muss sagen, ich bin ja ein bisschen faul. Und wenn du könntest auch anstatt 2 plus 2 plus 2 hier unten zu rechnen, könntest du auch sagen, okay, das war die 6 von vorher. Und da rechne ich einfach eine 2 dazu. Und dann habe ich 8. So können wir das in Zukunft auch machen. Das machen wir jetzt genauso weiter. Also 2 mal 5 ist wieder 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Oder eben auch die 8 plus 2 und das ist 10. Und du siehst vielleicht auch, jetzt haben wir hier eine 2 hinzugerechnet, hier nochmal mehr eine 2. Und genau das ist auch das Muster, was hier in den Ergebnissen drin steckt. Nämlich von der 8 zur 10 habe ich einfach 2 hinzugerechnet. Genauso von der 6 zur 8 habe ich 2 hinzugerechnet. Und von der 4 zur 6 auch. Und von ganz am Anfang von der 2 zur 4 auch. Also das Muster gehen wir jetzt einfach mal weiter. So, als nächstes rechnen wir 2 mal 6. Da könnte ich jetzt auch wieder alle 2 hinschreiben. Oder alternativ könnte ich natürlich auch schreiben 6 plus 6. Oder in dem Fall schreibe ich jetzt einfach 10. Das war 2 mal 5 plus 2. Und das ist 12. Und genauso können wir das jetzt weitermachen. 2 mal 7. Das ist 12 plus 2. Ist 14. Also einfach wieder eine 2 addiert. Und 2 mal 8 ist einfach 14 plus 2. Und das ist 16. So, wir machen jetzt bis 12 weiter. Weil es einmal 1 bis 12 zu können, das wäre schon ganz toll. 2 mal 9 ist 16. Von dem 2 mal 8 das Ergebnis plus 2 ist 18. Und 2 mal 10 ist 18 plus 2, das ist 20. Du siehst du vielleicht schon, Moment mal, das ist ja einfach nur meine 2 und die 0. Da hast du auch recht.
Das werden wir bestimmt später noch mal ein bisschen im Detail sehen. Das zeige ich dir, wenn wir die 1x1-Tabelle machen. Kannst du dir aber jetzt schon mal merken, das Muster hilft einem später total beim Rechnen. So, 2 mal 11 ist 20 plus 2 und das ist 22. Sondern sagst du jetzt vielleicht auch mal, Moment mal, das sieht aber auch komisch aus. Da habe ich doch einfach nur meine 2 hier zweimal. An der 1er und an der 10er Stelle. Und das stimmt auch. Bei Multiplikation mit 11 gibt es tatsächlich ganz einfache Regeln. Die können wir dir auch, kann ich dir auch in der 1x1-Tabelle später genau zeigen. Und zum Schluss noch 2 mal 12 ist 22 plus 2 ist 24. So, jetzt haben wir 2 mit den Zahlen von 1 bis 12 multipliziert und jetzt schreiben wir tatsächlich das 1 mal 1 auf. Was wir dazu machen ist, wir schreiben jetzt einfach mal unsere Zahlen in der Reihenfolge hier auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich gehe jetzt mal nur bis 9 aus Platzgründen, auch weil ich sonst nicht genug Zeit habe, um das innerhalb von 15 Minuten auf YouTube hochzuladen. Und oben schreibe ich genau die gleichen Zahlen hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, und was ich jetzt mache, ist einfach die Zahlen, die hier vorne stehen, einfach mit den Zahlen, jeweils mit den Zahlen, die oben in der Überschrift stehen, multiplizieren. Also zuerst 1 mal 1, dann 1 mal 2 und so weiter. Und dann schreiben wir die Ergebnisse an die jeweilige Stelle. Für die einer Zahl nehme ich jetzt mal die rot, dann sieht man das besser. So, alles, was mit 1 multipliziert wird, gibt ja wieder diese ursprüngliche Zahl, die du mit 1 multiplizierst. Das heißt, hier können wir einfach 1 mal 1 ist 1, 1 mal 2 ist 2, 1 mal 3 ist 3. Die können wir einfach eigentlich hochrechnen und durchschreiben. 1 mal 4 ist 4, 1 mal 5 ist 5, 1 mal 6 ist 6, 1 mal 7 ist 7 und 1 mal 8 ist 8 und zum Schluss 1 mal 9 ist 9. Nehmen wir uns die 2 vor, die haben wir ja gerade eben schon gerechnet. Und vielleicht erinnerst du dich weiter oben, ne? Die haben wir alle in Ruhe gerechnet. Und jetzt machen wir es nochmal im Schnelldurchlauf. 2 mal 1, wie gesagt, alles mal 1 multipliziert ist die gleiche Zahl. Also 2 mal 1 ist 2. Und 2 mal 2 könnte ich jetzt auch wieder einfach die 2 hinzufügen. Das ist, obala, das ist natürlich nicht 2, sondern das ist 4 und 4 plus 2 ist 6. Ich rechne jetzt immer 2, also ich addiere immer 2 hinzu, um zur nächsten Stelle zu kommen. 6 plus 2 ist 8, 8 plus 2 ist 10. Das heißt, 2 mal 5 ist 10. Ne? Du könntest auch andersrum rechnen, du könntest auch sagen, was ist denn 5 mal 2? Also 2 mal ein Fünfer, also 5 plus 5 und 5 plus 5, 5 bis 10, da passt es wieder. So, machen wir schnell weiter. 2 mal 6, was ist 2 mal 6? Einfach 10 und 2 dazu rechnen, das ist 12. 12 plus 2 ist 14. 14 plus 2 ist 16 und 16 plus 2 ist 18. So, das waren auch die Zahlen von vorhin, die Ergebnisse. Nächste Reihe ist die Dreierreihe. 3 plus 1 ist wieder einfach unsere 3. Alles, was mit 1 multipliziert ist, du kennst dich mittlerweile schon aus. 3, und jetzt rechnen wir immer ein Dreier hinzu. Also 3 plus 3 ist 6, plus 3 ist 9, plus 3 ist 12. Und 12 plus 3, was ist das? 12 plus 3 ist 15, plus 3 ist 18, plus 3 ist 21. Und plus 3 ist 24 und plus 3 ist 27, also 3 mal 9 ist 27. Kann man schön ablesen. Gut, lila machen wir weiter mit der Viererreihe. 4 mal 1 ist unsere 4. Und jetzt rechnen wir immer, addieren wir immer 4 hinzu. Also 4 plus 4 ist 8, plus 4 ist 12, plus 4 ist 16. Also 4 mal 4 ist 16, plus 4 ist 20, plus 4 ist 24, plus 4 ist 28, plus 4 ist 32 und plus 4 ist 36. So, welche Farbe nehmen wir jetzt? Nehmen wir grün. So,
So, grün für die Fünferreihe. 5 mal 1 ist 5. Und jetzt addieren wir immer 5. Also 5 plus 5 ist 10. Plus 5 ist 15. Plus 5 ist 20. Plus 5 ist 25. Und vielleicht sagst du jetzt, Moment mal, die Zeile sieht aber komisch aus, beziehungsweise die hat so ein schönes Muster. Sieht eigentlich auch ganz einfach aus und da hast du auch völlig recht. Mit 5er multiplizieren ist meistens ziemlich einfach. Das wirst du später immer öfter merken. Also du siehst schon hier, auf der einer Stelle hast du immer 5, 5, 5, alle zweimal. Und in der Mitte hast du immer 0. Also es wechselt immer von 5, 0, 5, 0, 5. Und auf der 10er Stelle geht es dann langsam in einer Schritten hoch 1. Die nächsten zwei haben Zweier und so weiter. Da haben wir aber noch genug Zeit, drüber zu reden. Das müssen wir jetzt nicht im Detail besprechen. Kannst du dir nur schon mal merken, dass das ein schönes Muster, schon ein Muster bildet. Also machen wir weiter. Was ist 5 mal 6? Einfach 5 addiert. 25 plus 5 ist 30. Plus 5 ist 35. Plus 5 ist 40. Und zum Schluss noch plus 5 ist 45. Und das ist unsere 5 mal 9. Du siehst auch schon, einige Zahlen oder eigentlich ganz viele Zahlen kommen hier doppelt vor. Also die 20 zum Beispiel ist hier oben auch nochmal. Und das ist ja eigentlich auch ganz logisch, wenn du schaust, 5 mal 4 haben wir hier gerechnet, das ist 20. Und weiter oben haben wir 4 mal 5 gerechnet, das ist auch 20. Das ist also genau das Gleiche. Ist nur anders hingeschrieben. So, die 6. Fangen wir mit 6 mal 1, dann ist 6 und jetzt addieren wir immer 6. Also 6 plus 6 ist 12, plus 6 ist 18, plus 6 ist 24, plus 6 ist 30, plus 6 ist 36, plus 6 ist 42, plus 6 ist 48 und plus 6 ist 54. So, jetzt kommen wir schon ein bisschen größere Zahlen. Ich hoffe, du bist noch bei mir. Die 7. Nämlich die gleiche Türkis, brauche ich nicht übermalen. 7 mal 1 ist 7. Und was ist 7 plus 7? 14, genau. Plus 7 ist 21, also 7 mal 3 ist 21. Plus 7 ist 28. Plus 7 ist 35. Plus 7, was ist plus 7? Also plus 5 wäre 40 und noch 2 dazu ist 42. Plus 7 ist 49. Plus 7 ist 56 und plus 7 ist 63. Die 8, was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal wieder rot. So, 8 mal 1 ist 8. Und jetzt addieren wir immer 8. Plus 8 ist 16. Plus 8 ist 24. Jetzt gehen die Zahlen schnell hoch. Plus 8 ist, was haben wir? 32. Plus 8 ist 40, plus 8 ist 48, plus 8 ist 56, plus 8 ist 64 und plus 8 ist 72. Letzte Reihe, die 9er Reihe. Dann nehmen wir grün zum Abschluss. 9 mal 1 ist 9. Plus 1 ist 18. Plus 1, Entschuldigung, plus 9. 9 plus 9 ist 18. Plus 9 ist 27 plus 9 ist 36 plus 9 ist 45. Da siehst du vielleicht auch schon Muster, was ganz witzig ist. Bei dem 9er ist es ja fast wie, man addiert fast 10, nur eben einen weniger. Also von der 18, 8, du siehst, die Einer gehen immer eins runter. 8, 7, 6, 5. Vielleicht geht es mit 4 weiter auf der einer Stelle. Und die Zehner gehen immer 1 hoch. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das kannst du dir auch schon mal grob merken, musst aber nicht, hilft dir vielleicht beim Rechnen. Also 45 plus 9. Jetzt wollen wir 9 mal 6 rechnen. 45 plus 9 ist 54. Plus 9, 9 ist 63. Plus 9 ist 72. Und die letzte Multiplikation auf dem 1x1 für die 9 bis von 1 bis 9 ist 72 plus 9 ist 81 für 9 mal 9. Gut, jetzt haben wir das kleine 1x1 für alle Zahlen von 1 bis 9 durch.
Ich denke, da bist du ganz gut mitgekommen. Wenn nicht, kannst du es dir alles später nochmal selbst aufschreiben und nachrechnen. Du kannst natürlich immer wieder die Zahlen zerlegen und einfach in Additionen aufteilen, so wie wir das in der ersten Lektion gemacht haben. Das funktioniert überall. So ist es nur einfach viel schneller und damit du in Zukunft noch viel schneller wirst. Und als Grundlage für alles, was in Zukunft in Mathematik kommt, würde ich dir ganz dringend vorschlagen, diese Tabelle einfach auswendig zu lernen. Und dann, da wirst du viel, viel mehr Spaß haben und viel mehr Erfolg mit allem, was du später machst, was irgendwie mit Mathe zu tun hat. Und das sind ganz, ganz viele Bereiche. Okay?